So, und ich kann euch mal was anderes zeigen. Und zwar habe ich gestern Mending auf die Spitzhacke verzaubert. Ich habe mich dann doch dafür entschieden, weil ich gedacht habe, okay, Spark hat auf dem Bogen. Die Leute sagen, das ist OP. Ich mache es auf die Spitzhacke. Und am Ende haben die Leute gesagt, das ist eigentlich noch viel, viel krasser, ja. Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craft Attack. Und da ist der Kevin wieder am Start gestern nach dem Livestream. Ey, es war so die Eskalation, Leute. Ich weiß ja nicht, wer sich das reingezogen hat. Ich denke mal einige. Es ist schon echt gut abgegangen, muss man sagen. Und ja, es wird auf jeden Fall von dem Livestream gestern ein Best-of geben. Und jetzt direkt schon mal die Info, es wird jetzt am Samstag, also nächste Woche Samstag, jetzt die Woche, die kommt, ne, also es ist jetzt, heute ist Sonntag, das heißt jetzt die Woche, ne, wenn ich sage nächste Woche, okay, ich bin verwirrt. Ja, der Samstag, der jetzt als nächstes kommt, wird es wieder einen fetten Livestream geben, wird ab 12 Uhr losgehen, das ganze Teil. Da werden wir wieder ordentlich Craft Attack suchten. Ich hoffe, ihr habt da richtig Bock zu. Wenn ja, könnt ihr ja mal ein Däumchen nach oben da lassen, um das mal zu zeigen. So, und ich kann euch mal was anderes zeigen. Und zwar habe ich gestern Mending auf die Spitzhacke verzaubert. Ich habe mich dann doch dafür entschieden, weil ich gedacht habe, okay, Spark hat auf dem Bogen. Die Leute sagen, das ist OP. Ich mache es auf die Spitzhacke. Und am Ende haben die Leute gesagt, das ist eigentlich noch viel, viel krasser, ja. Der größte Teil der Leute hat gesagt, Kevin, das ist viel besser gewesen, dass du das so gemacht hast. Weil guckt euch das mal an. Ich habe anderthalb Stacks Dias. Bevor ihr jetzt denkt, anderthalb Stacks, Spark hat viel mehr. Man muss dazu sagen, ich habe immer die Hälfte meiner Diamanten, die ich gefunden habe, Revi abgegeben, weil wir da so ein bisschen was ausgemacht hatten, dass wir immer ein bisschen teilen, weil wir ja auch zusammenbauen wollen und so ein Kram. Ja, und dann habe ich hier jetzt noch meine Full-Dia-Rüstung, die ja mittlerweile schon sehr OP verzaubert ist, aber da fehlt halt noch ein bisschen. Da geht noch mehr und da werden wir auch noch mehr gehen lassen. Und ja, wie gesagt halt, also würde auf jeden Fall komplett eskalieren. Und gestern ist es echt ein bisschen ausgeartet teilweise. Direkt mal hier nochmal in dem Video ganz kurz eine Sache. Es kann auch mal vorkommen, so wie gestern, dass es ein bisschen zu sehr eskaliert, um es mal so zu sagen. Aber ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Wir YouTuber, wir sind schon in einem Alter, hier, ne, die jetzt hier mitspielen, dass wir Probleme klären können. Und keine Sorge, also mit Early Boy, das ist alles, wie gesagt, in einem Bereich, ne, wo wir noch sagen, okay, da kann man noch drüber reden und so, aber das kann schon manchmal sich sehr hochschaukeln, wie ihr gesehen habt. Und dann ist das immer ganz wichtig, dass man dann versucht, ein bisschen mit Vorsicht ranzugehen. Deswegen habe ich zum Beispiel gestern auch Early Boy einfach mal ein bisschen Zeug von mir abgegeben, direkt, ne, weil, klar, wir können ja nicht nur anfangen, Early Boy da zu trollen und seine Sachen zu zerstören und so und lassen ihn dann alles alleine machen. Also so sind wir auch nicht, ne? Also wie gesagt, halt bevor einige hier durchdrehen und sagen, boah, das ist voll übertrieben und so. Ich meine, ihr müsst es auf der anderen Seite so sehen, ne? Wir versuchen auch Unterhaltungswert zu schaffen. Ja, und dann kann das auch schon mal passieren, dass dann so Ehekrisen wie gestern entstehen. Ich fand es auf jeden Fall mega, mega lustig, den Livestream. Also es war auf jeden Fall wirklich echt cool und es hat mega viel Spaß gemacht mit allen. Übrigens, jetzt gerade ist hier, ja, Domse, glaube ich, heißt da drauf. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Zuschauer, der ist reingekommen. Ich war eben in der Aufnahme und sagt dann, ha, Server gehackt. Und ich denke mir so, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Weil gestern ist Revi ein kleines Missgeschick passiert und ich habe echt gedacht, jetzt ist gerade ein Zuschauer drauf gekommen. Ich habe schon richtig Alarm geschlagen in der Skype-Konfi dann. Aber ist alles okay. Ja, wie man den Titel schon entnehmen konnte, werden wir heute jetzt einen Kuhstall anfangen zu bauen. Deswegen werde ich jetzt erstmal anfangen. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen, schon mal. 1, 2, 3, 4, 5. So ein bisschen hoch zu bauen. Weil hier kommen dann die Wände nachher hin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir müssen das muss ja schön sein hier. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt hier wieder einer hin. So, zack. Und dann machen wir das auf der anderen Seite auch. 1, 2, 3, 4, 5. Ich werde euch gleich auch nochmal die Mobfarm zeigen, weil da bin ich mittlerweile auch gut vorangekommen. Also die sieht schon nicht schlecht aus. Ich muss gleich nochmal gucken. Eigentlich müsste ich hier auch noch auffüllen. Wenn ich ehrlich bin, ich müsste eigentlich hier auch noch alles komplett auffüllen, aber ich lasse es jetzt. Wir werden jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Willst du mich komplett verarschen jetzt hier? Was soll denn das?
Ah, okay, Kevin, bisschen Lappen, Alter. Ich hab mich verzählt. Ja, ich bin ein bisschen zerberstet noch von gestern, ey, das ist echt übel gewesen. Boah, war aber echt ein krasser Livestream, also sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Und viele Leute haben auch schon gesagt, ey, das fängt genauso an wie in der ersten Staffel von Craft Attack, dass das so eskaliert. Also es freut mich auf jeden Fall, dass ihr erstmal mega viel Spaß an dieser Staffel Craft Attack habt. Weil das war meine größte Sorge, dass ihr sagt so, oh nee, das wird überhaupt nicht lustig und so, das ist nicht wie in Craft Attack 1. Weil da haben ja viele Leute auch, muss ich sagen, also jetzt von euch, von meinen Zuschauern, haben das kritisiert und haben gesagt, wir wünschen uns, dass es wie in der ersten Staffel wird mit viel mehr Trolls und so, ne. Aber es gehört auch dazu, dass wenn man andere trollt, das vielleicht auch mal ist ein bisschen eskaliert, so wie gestern, ne? Da müsst ihr euch im Klaren drüber sein, Leute. Also, wenn du am Spawn farmst, ist das schon ein bisschen, naja, solltest lieber weiter rausgehen. So. Naja, wenn er jetzt ankommt und sagt hier, ja, jetzt will ich mal am Spawn ein bisschen hier Eisen farmen, ne, da muss er sich nicht wundern, da wird er nichts finden. So, ich habe eine Spitzhacke im Inventar. So, zack, zack, zack. So. Hier kommen nämlich Fenster rein. So. Ich würde sagen, hier machen wir auch ein Fenster rein. Müssen halt nur schauen, dass wir die Fenster hier reinbauen, die so gut aussehen, aber das, das sollte schon passen. Komm, wir machen das so. Genau, und dann können wir den Kühen hier auch nochmal Fenster reinbauen. Dann haben die von hier aus eine richtig schöne Aussicht. So. Oder muss man Strip Mine? Eigentlich nicht. So. Dann haben die da schon mal eine schöne Aussicht. Hier werden wir schön zubauen, damit die dann hier nichts mitkriegen mit den Monstern und so ein Kram. Wenn welche da sind. Und jetzt habe ich kein Diorit mehr. Da müssen wir jetzt erstmal nochmal welches holen. Das werden wir auch mal eben schnell machen dann. Dann gönnen wir uns mal ein bisschen Diorit. Übrigens, mein Feld kann ich auch gleich mal abernten. Ich glaube, ich werde wieder so einen Heuboden bauen im Kuhstall. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz die Monsterfarm. Die sieht mittlerweile so aus, ja. Ich denke mal, ich werde jetzt heute, also am Sonntag, da ein bisschen weitermachen, dass die vielleicht schon mal hier die Wände fertig hat. Und ich werde oben die automatische Spülung, sag ich mal, einbauen. Die alle paar Sekunden, also mit so einer Glock will ich das machen, dass da Wasser rauskommt, dass die Gegner dann praktisch runterstößt. Übrigens, Freunde, ein altbekannter Freund ist zurückgekehrt. Ich habe mir gestern im Livestream gedacht, weißt du, gut passt, das sind ja Skelettpferde. Tun wir Bonzi wiederbeleben. Ich weiß, Bonzi war eigentlich ein Esel, aber ja, wir haben jetzt halt nur Skelettpferde im Spiel und ich finde, das passt sehr gut, auch geschichtlich. Und so ist Bonzi wieder gestern auferstanden. Deswegen habe ich auch gestern gesagt, verkündet die frohe Botschaft. Bonzi ist auferstanden, ja. Also es kann sein, dass ihr öfters mal jetzt wieder irgendwo so eine Nachricht lest, wie Bonzi ist zurückgekehrt. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz. Okay, hier ist schon mal kein Diorit mehr. Der liebe Revi war gestern nämlich so frei und hat sich ein bisschen, ja, Diorit von mir geborgt. Ich habe dem jetzt sehr viele Ressourcen für sein Haus zur Verfügung gestellt. Habe ich einfach aus dem Grund gemacht, je mehr ich anderen Leuten abgebe, umso mehr werfe ich mich auch zurück und habe einfach umso mehr auch zu tun noch. Ihr werdet auch sehen, in der Woche jetzt wird mein Haus sich immer weiterentwickeln. Ich werde das immer wieder auf YouTube auch hochladen, wie weit mein Haus ist, ne? Das heißt also, ihr werdet hier über YouTube mehr erfahren, was den Hausbau angeht, als über einen Livestream, weil ich das diesmal wirklich sehr über YouTube halten wollte. Ja, haben wir es geschafft. Angespannte Situation kurz. Boah. Schnell snacken hier. So, dann reckt er nämlich hoch. Das ist das Krasse. Aber wenn er so schnell hochreckt, verbraucht er immer meistens eine Hungerkeule, eine halbe. Ja, da ist doch. So.
Hier haben wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Diorit. Muss ich nachher dann schön mit Erde füllen, die Löcher. Platz habe ich auch genug. So, zack. Also es ist auf jeden Fall schon mal sehr geil, wie das hier abgeht. Und ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet mit den Trolls und so. Ist das schon besser als sonst? Also würdet ihr sagen, jo, das geht schon so Richtung erste Staffel hier mit den ganzen Trolls. Und ja, so wie ihr gestern schon erfahren habt, es ist Sturmwaffel jetzt mit dabei. Und ja, Domse seht ihr jetzt gerade auch. Der ist auch mit dabei. Das kann ich ja leider jetzt nicht verhindern, ne? Der ist jetzt auf dem Server, während ich aufnehme. Und ich muss ja irgendwann auch meine Aufnahmen machen. So. Und ja, wie gesagt halt, ne? Mal überraschen lassen, was noch so für Kandidaten vielleicht dazukommen. Man weiß es ja nicht. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin da auf jeden Fall für alles offen. Freue mich über jeden, der neu mit dabei ist. Weil das ist immer eine Bereicherung fürs Projekt. Und kann ja nur lustig werden, sag ich mal. Ne? Da bin ich wirklich gespannt. So, und jetzt werden wir erstmal ordentlich hier noch ein bisschen Diorit holen. Das brauchen wir auf jeden Fall für die Wände unseres Kuhstalls. Ich werde den wahrscheinlich dann einfach so fertig bauen und werde euch dann im nächsten YouTube-Video kurz ein kleines Update geben, wie der Kuhstall aussieht, ob da schon die ersten Kühe drinne stehen. Da werde ich mir dann vom lieben Revi welche borgen, da wird er auch nichts gegen haben, weil ich habe ihm, glaube ich, so viel Zeug gegeben, dass er sagen wird, okay, Kevin, du kannst von mir nicht nur eine Kuh haben, du kannst auch nicht zwei haben, du kannst gleich drei haben. So, jetzt werden wir mal hier lang gehen. Oh, es wird jetzt auch gerade wieder Tag. Vor allem Early Boy, ne, der bedient sich an meinen Feldern und macht das hier alles unordentlich. Ordentlich. Das ist so typisch Early Boy. Ohne Witz. Das ist typisch Early Boy. Richtiger Lappen. So. Jetzt machen wir uns erstmal hier ein bisschen Diorit. Zack. 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 So, dann packen wir das hier mal rein. So, vielleicht kriege ich es auch heute noch fertig mit dem Haus hier, ne? Müssen wir mal schauen. Ich baue immer so kleine, simple Bonzen. Stelle, um es mal so zu sagen. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack. Ja, passt. Sehr schön. Dann bauen wir das hier auch noch fertig. Zack, zack. 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 Sehr gut. Dann können wir eigentlich schon direkt mit dem Dach anfangen. Dann schaffen wir das vielleicht auch noch diese Folge. Dann kriegt ihr ja doch relativ viel mit von dem Hausbau. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt einfach erstmal ganz kurz hier mit dem Stein hoch. So, zack. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Weil ich will ja wieder diese coolen Dächer bauen. Das wird jetzt erstmal hier oben so zack. Zack, 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 zack. Erstmal hier so eine Linie lang ziehen, ne? Weil ich will hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus Craft Attack 2 noch, die ganzen Dächer, die ich da immer gebaut habe. Ich will hier praktisch so einen Dach bauen, auf das dann später ein Feld kommt. Ich finde, die sehen ziemlich cool aus, dann diese Stelle. Die haben irgendwie so einen modernen, aber auch coolen Touch dann. So, machen wir das so. Und so, zack. So. Ein Bonzenstall für unsere Kühe. Muss auf jeden Fall sein. So. Yeah, er hat bestimmt Eisen gefunden. Eine Schlucht, okay. Herzlichen Glückwunsch. So. Zack. Dann bauen wir hier wieder das so. Und hier so. Und hier so. Ja, wir sind ja schon weit gekommen heute, auf jeden Fall. Also ich finde es schon mal sehr nice, wie weit wir in der Folge heute gekommen sind. So. Zack, zack, zack. So. Dann müssen wir jetzt gucken. Jetzt geht's hier so, genau. Müssen halt schauen, dass wir jetzt noch Erde uns dann holen, später. Wie gesagt, dann kommt hier Erde hin und Wasser und so. Und dann werden hier die Felder angelegt, bla 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 bla. Das ist relativ simpel alles. Also da werdet ihr nicht viel Spannendes verpassen, sage ich jetzt einfach mal. Das können wir eigentlich abreißen dann erstmal hier. Dann können wir hier oben auch wieder Felder hinbauen. Ich habe doch eine Axt, ne? Ja. Richtiger Lappen, der Kevin. So.
Ja, dann haben wir das hier fertig. Sehr schön. Zack. Muss jetzt mal ganz kurz schauen. Junge, was ist mit dem Typen los? Kommt der gerade ein Orgasmus? ETF, was ist mit dir los? So. Dann, ja, würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit. Ich werde jetzt noch die, ich hab's Ende gefunden. Das haben wir schon länger. Ich hab das schon geplündert, das. Okay, das kann sein. Ich weiß ja nicht, es soll mehr Burgen geben, ne? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, ob ihr das wisst. Also ich habe auf jeden Fall das End in einem Livestream gefunden. Kann ich euch auch beim nächsten Mal zeigen. Übrigens, ich habe ganz viele Minen, die wollte ich nochmal plündern. Da werde ich vielleicht mal so eine XXL-Folge machen. Was ihr davon haltet, könnt ihr ja auch in die Kommentare schreiben. Und zwar so von, weiß ich nicht, so eine XXL-Folge von 30 Minuten oder so, je nachdem, wo ich dann 3-4 Minen plündern gehe. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Jo, und ich baue jetzt noch hier weiter dann an meinem Kuhstall, der wird jetzt noch ein bisschen verschönert und so, dass der dann nicer aussieht, wenn er fertig ist. Und dann werdet ihr im nächsten Video sehen, wie der aussieht. Danke fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!